Ich jetzt noch keinen verbesserten Detektor. Du bist so bescheuert. Ja, wir reden mal mit Beard, weil Beard ist ja eigentlich ein ganz netter Kerl. Willkommen auf unserem Sumpfeisbrecher. Den schätze ich jetzt echt nicht als Abzocker ein. Wie wäre es damit? Ja, Uhu sagt, du hältst dich nicht an die Abmachung. Wir haben eine ganz klare Übereinkunft getroffen. Ich kriege die Detektoren, verwende sie und jeder bekommt seinen Anteil. Ich habe ihn schon für 2 Detektoren bezahlt. Insofern habe ich mich an unsere Abmachung gehalten. So war es ausgemacht. Wenn du für Uhu arbeitest, kannst du den dritten Detektor zurückbringen. Ich kaufe ihn nicht. Denke schon. Wenn ich du wäre, würde ich mit Uhu keine Geschäfte machen. Falls du gutes Geld machen willst, kann ich dir bei der Artefaktherd einen Vorsprung geben. 2 bis 3 Stunden. Genug, um alle anderen zu schlagen. Außerdem hätte ich einen besonderen Auftrag, falls du Interesse hast. Ich brauche unbedingt ein Artefakt namens Kompass. Erzähl mir von dem Kompass-Artefakt. Das Artefakt gibt es nur in Legenden. Man sagt, Kompass hätte keine schädlichen Nebenwirkungen und bringt ein unbeschadet aus jeder Anomalie raus. Wenn man das Artefakt richtig einsetzt, du verstehst. Du verstehst also, warum die Kunden Schlange stehen würden, um es in die Finger zu kriegen. Erst neulich hat mir jemand erzählt, dass Noah etwas darüber wissen soll. Er ist ein Stalker und lebt südlich von hier. Südlich? Gut, ich werde Noah einen Besuch abstatten. Ja, doch, südlich kommt hin. Ja, und da haben wir direkt 2 Fliegen mit einer Klappe erschlagen, denn ist er eh auf unserem Weg. So, ich denke, den werden wir jetzt erstmal behalten, denn den gebe ich nicht mehr freiwillig ab. Ich mache mal einen Quicksave. Beard meinte, ihr hättet eine andere Abmachung. Andere Abmachung? Am Arsch! Dieses bärtige Schwein wird langsam größtenwahnsinnig. Man sollte ihn mal daran erinnern, wer hier der Boss ist. Hört zu, drüben in Saturn hängt ein ziemlich einflussreicher Typ rum. Sultan sein Name. Geh zu ihm. Er wird dir sagen, was du tun sollst. Sultan ist mir egal. Gib mir sofort meinen Anteil. Ja, also, wir schließen uns nicht mit den Banditen an und Sultan gehört dazu. Ah, nun gut. Hier ist die Kohle. Aber denk dran. Beard führt dich hinters Licht. Ich glaube nicht. Ich finde, Beard ist eine richtig sympathische Eierbirne. Oh mein Gott, seit wann hast du den denn? Und wir haben kein Geld. Ja, der SEVA-Schutzanzug ist, ich habe es damals schon erwähnt, absolut mein Lieblingsanzug aufgrund des Nachtsichtgeräts, das eingebaut ist. Weil das ist eine Nachtsicht, die kann ich ohne Probleme verwenden und es ist richtig angenehm, da durchzugucken. Mit der aktuellen halt nicht. Auf jeden Fall haben wir einen neuen Detektor, der so einige Sachen aufpicken kann, die wir vorher nicht aufpicken konnten. Und das wird uns noch einige an einigen Stellen weiterbringen im Spiel. Ich nehme mal ein Stück Würstchen, weil ich ein bisschen Hunger habe. Und dann suchen wir doch mal den lieben Noah. Und wahrscheinlich ist viel hier verpixelt. Ich kann mich dafür nur entschuldigen, weil Stalker kann man einfach nicht vernünftig auf YouTube hochladen. Die Rohdateien sehen super aus. YouTube macht halt seinen Codec-Kram darüber und dann sieht alles aus wie Brei. Liegt einfach daran, dass in der X-Ray Engine so viele Fusseln rumfliegen. Es klingt doof, aber es ist so. Es klingt wirklich doof, aber es fliegen Fusseln rum. Na gut. Ja, hier war Schweini. Yo, ihr da! Wow, 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 wow! Ah! Okay, das eine haben wir getroffen. Auch wenn nicht gut. Ja, ein bisschen Moon ausgeben für ein paar Schweine. Ich meine, warum nicht? Und, ja, nochmal zur Karte. Noah lebt ein bisschen südlich. Hier in diesem Schiff. Das heißt, wir müssen einmal kehrt Marsch machen. Und da gehen wir jetzt direkt mal hin. Ich meine, das bietet sich ja, wie gesagt, super an. Wir wollen ja eh Noah einladen. Dann machen wir zuerst die Kompass-Quest und dann ist gut. So, was haben wir hier? Nickes. Super. Super duper. So, da hinten ist der Kahn schon. Sieht ziemlich verwinkelt aus, finde ich jedes Mal bei ihm. Hat was von so einem Bekloppten. Noah ist bekloppt, wir wissen es. Also, der hat einen Dachschaden, der Typ. Na gut. Machen wir ganz kurz einen Cut. So, wir kennen das. Wie wir die Tür aufmachen. Das ist so crazy. Ja, wir packen die Waffe mal lieber weg, weil mit ihm sind wir nicht als Freund markiert. Wow, 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 wow. Easy. Ja, Noah. Wer bist du? Ein Stalker, wir haben uns schon gesehen. Ich erinnere mich nicht. Wie auch immer, was willst du?
Ja, ich brauche ein Kompass-Artefakt. Weißt du, wo ich es finden kann? Dieser Schrott wird dir nicht helfen, wenn die Mutanten aus dem Unterholz gekrochen kommen. Hier, für dich. Und jetzt geh mir aus den Augen. Kompass, das Artefakt zu Beard bringen. Geh weiter. Danke. Das hat er uns jetzt einfach so gegeben, ja? Okay. Vor allem ist es gelogen, uns Wort gesagt, das hat wahrscheinlich keine Strahlungseffekte. Aber wir wollen tatsächlich nochmal mit dir reden. Okay, er jagt uns raus. Wie könnte ich mehr mit ihm reden? Geh weiter. Was mich gerade wundert, ist, dass hier auf einmal ganz viele Radarsignaturen auftauchen. Ach, von da hinten. Banditos. Vielleicht hätten wir ihn andersrum ansprechen sollen. Wow, 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 wow. Bleib doch locker, Mann. Kannst du jetzt reden? Ja, jetzt geht's. Warum lebst du auf dem alten Schrottkahn? Das ist eine Arche, kennen wir. Merk dir das und das wirst du, wenn du am Leben bleiben willst. Wenn eine Welle kommt, bleib hier, dann hast du eine Chance zu überleben. Kein Mutant schafft es jemals hier rein. Wir sprechen mal auf die Welle an. Ja, die Mutantenwelle, die Leute zermalmen und aus der Zone jagen wird. Und wer auch immer diesen Ansturm überlebt, wird von einer gigantischen Emission getötet. Sie wird alles Leben in der Zone auslöschen, mit Ausnahme derjenigen, die darauf vorbereitet sind. Ja, wir fragen ihn nochmal. Hm, hör zu, hast du nicht zufällig ein Kompass-Artefakt? Du glaubst, dass es dich vor einer Mission schützt? Hier, nimm. Lass mich in Ruhe. Ist die Crest broken? Jetzt mal im Ernst. Ist die Crest broken? Ist das Absicht? Ich glaube nicht, dass das Absicht ist. Ja, wir gehen nochmal weg. Jetzt sollte die Tür langsam zugehen bei ihm. Und wir gehen wieder hin. Yo. Ah, das war's. Das ist das Ende. Oh, ah. Sie sind hier. Mutanten. Überall. Mutanten. Ah. Jetzt rennt er durch. Wow, 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 wow. Ich glaube, das war zu viel des Guten, ja? Oh Mann. Okay, ich glaube, wir haben Noah abgeknallt, ja? Oh oh. Noahs PDA, eine der Tonaufnahmen klingt besonders wahnsinnig. Hier sind also diese verdammten Mutanten. Sie sind auf das Plateau geklettert, weil sie dachten, dass Noah sie dort nicht erwischt. Vermutlich wissen sie nicht, dass ich meinen ganzen persönlichen Weg dort hinauf am nördlichen Bauernhof vorbei habe. Auf uns wartet eine Menge Spaß, ihr Arschlöcher. Ich kann nicht glauben, was gerade passiert ist. Ich habe das früher noch nie gemacht. Ich meine, ich hätte einen Quicksave hier vorgemacht. Ja, wir machen das nochmal, aber nicht bis zu dem Grad, wo wir ihn umringen, weil ich glaube, das könnte noch nachteilhaft für uns sein. Deswegen laden wir gerade mal. Ich wusste nicht, dass man ihm mehrere abzocken kann. Wie gesagt, machen wir nochmal. Yo. Kompass-Artefakt. Danke. Geh weiter. So, wir hauen ab. Wir kommen wieder. Wir öffnen die Tür. Tun auf jeden Fall so. Rede mit dir. Lass mir noch ein Kompass-Artefakt geben und hau wieder ab. Okay, das ist echt crazy, ja? Das wusste ich nicht. Holy shit. Ein seltenes Artefakt. Es ist schon einige Jahre her, seit eines davon gefunden wurde. Es kann Lücken in Anomaliefeldern aufspüren. Mit diesem Artefakt, so heißt es, kann man die kompliziertesten Anomaliefelder unbeschadet durchqueren. Allerdings wissen nur die wenigsten, wie man richtig mit dem Kompass-Artefakt umgeht. Ja, Noah weiß es wahrscheinlich, aber Noah ist crazier, aber richtig crazy. Ich wusste nicht, dass man zwei davon haben kann. Das geht gerade gar nicht in meinen Kopf rein, dass man dem einfach noch eins abziehen kann, auf so simple Art und Weise. Vor allem, das ist ja kein schlechtes Artefakt. Es gibt ja schon einige Stats dazu, wenn man sich das anguckt hier. Das ist schon nicht schlecht. Aber zurück damit. Das war's doch, oder? Ja. Skadovk, ich brauche deinen Eingang. Dieses Spiel hat mir schon 100 Mal, aber ich hätte gerne den Eingang.
Ja, da kommen wir Beardpool jetzt ohne Probleme. Hey, Stalker. Und das Ding in die Hand drücken, aber bevor er mir durch irgendeinen Bug beide aus dem Inventar zieht, nehme ich doch lieber mal die Sicherheit und packe es in meine Truhe, denn da darf er nicht ran. Hallo. Yo. Ich habe einen Kompass-Artefakt gefunden. Hier. Ich will nicht nach dem Kompass-Artefakt suchen. Hier. Du rettest mir wirklich den Arsch, Kumpel. Ich bin mir sicher, dass ich diesen wichtigen Kunden jetzt in der Tasche habe. Es hat da ein Gerücht gegeben, wonach Sultan angeblich vorhatte, mich aus dem Geschäft zu drängen. Der muss wohl in den sauren Apfel beißen und das zu Recht. Hier, für dich hast du dir redlich verdient. 10.000 Rubel und Versteckkoordinaten. Na, das ist ja toll. Wir haben folgenden Erfolg errungen. Einer von uns. Ja, das ist wahrscheinlich, weil wir jetzt die Beard-Questline abgeschlossen haben. Sie haben den Banditen und ihrem Anführer Sultan gezeigt, wer hier das Sagen hat und damit Berühmtheit unter den Stalkern erlangt. Daher sind sie auf der Skadovsk stets ein willkommener Gast. Ja, die Stalker halten jetzt mehr von ihnen. Sie haben die Händler Uhu gebeten, ihnen einen Rabatt zu gewähren. Beard macht ihnen besonders gute Angebote für Artefakte. Ja, wir kriegen trotzdem noch einen Rabatt von Uhu. Eben hat er 25.000 gekostet. Holy shit, jetzt haben wir sogar noch mehr Ausrüstung zur Auswahl. Oh Mann, voll geil. Ja, der Bulat-Kampfanzug ist auch ein richtig harter. Das können wir uns jetzt so holen, den Schutzhelm. Aber, wie gesagt, der SEBA, da sperrt mein Herz derzeit für. Den müssen wir irgendwie auch noch rankriegen. Ja gut, ich nehme mal meinen Kompass wieder. Da, ich wollte gerade sagen, holy shit, sie haben nicht, aber wir haben ihn noch. Alles gut, alles okay, beruhig dich, Jeff, es ist nichts passiert. Wir könnten jetzt verkaufen, was hier noch in der Truhe ist, aber das mache ich nicht. Wobei es ein fairer Ausgleich wäre, denn was Astral nicht gemacht hat, ist mein Waffenhaufen. Da hat er wahrscheinlich keinen Bock zu gehabt. Naja, ich würde sagen, damit sind wir hier auf der Seite wieder durch und gehen nochmal Richtung Janusstation. Denn Noah können wir anscheinend nicht anheuern, haben aber noch den Soldaten übrig auf der im Bunker der Wissenschaftler. Und damit haben wir ja dann drei Leute. Nitro, Zulu, Wano. Habe ich ihn vergessen? Nitro, Zulu, Wano. Und den Soldaten. Also, fünf Mann wären wir dann. Ich glaube, das ist ausreichend. Auf jeden Fall. Was macht ihr denn da wieder für komische... Ist das so eine Art Balzritual? Oder... Keine Ahnung, vielleicht ist die Lampe zu stark. Es könnten epileptischer sein. Ich weiß es nicht. Hawaiianer, du bist ein Penner. Ja, ich mag den Typen absolut nicht. Aber ich würde sagen, mit dem neuen Detektor könnten wir mal in diese Richtung. Denn wir haben hier den Auftrag, das Gebiet mit einem verbesserten Detektor untersuchen. Die Scanner der Wissenschaftler haben nördlich des Bunkers ungewöhnliche Aktivitäten registriert. Ihr erinnert euch, die einsamen Funksprüche, zu denen wir einfach keinerlei Bild irgendwie kriegen konnten. Und nun ja, jetzt haben wir den Pisa Strontius. Svarok. Wie komme ich auf Strontius? Auf jeden Fall einen neuen Detektor und den werden wir mal ausprobieren. Dann kriegen wir bestimmt mal einen Weg rausfinden. Hilfe! Uns geht langsam der. Das war nur ein einsamer Wächter. Auf jeden Fall wollen wir hier nochmal rein. Denn, wie gesagt, wir haben einen neuen Detektor und sehen uns das Ganze jetzt mal hier an. Und das Ding konnten wir vorher nicht sehen. Ich meine, holy shit. Ja, das sieht interessant aus. Wir haben seit zwei Tagen kein Wasser mehr. Fordern Rettungseinsatz. Hilf! Ich würde sagen, wir versuchen es mal. Wow. Ich glaube, wir gehen lieber wieder weg, ja? Wow. Ich glaube, die waren schon länger tot, ja? Sehen wir uns das mal genauer an. Also das ist abgefahren. Was seid denn ihr für Typen? Das sind eure Waffen. Natürlich drücke ich einmal F und wir haben einfach alles in der Hand. Wächter. General Taschenkov.
Der letzte Eintrag auf dem PDA ist eine Tonaufnahme. Egal welchen Weg wir einschlagen, wir landen immer genau an der gleichen Stelle. Ich habe mich immer noch nicht an diesen Nebel gewöhnt. Es ist merkwürdig, dass Champounier spurlos verschwunden ist. Vielleicht hat er einen anderen Weg nach draußen gefunden? Sechster Tag. Wir haben kein Wasser mehr. Der Oberst wurde wütend, hat zwei Leute aus kürzester Distanz abgeknallt und anschließend sich selbst eine Kugel in den Kopf gejagt. Jetzt bin ich in dieser verdammten Anomalie ganz auf mich gestellt. Hätte ich unsere Funkverbindung zum Hauptquartier nicht unterbrochen, hätten sie uns retten können. Und die Wächter hätten nicht existiert. Ich frage mich... Moment, die Wächter hätten nicht existiert? Okay. Ich frage mich, wie die Dinger ihren Lauf nehmen konnten. Nochmal, ich frage mich, wie die Dinge ihren Lauf genommen hätten. Ach, was soll's. Hauptmann Taschenkov ist vor langer Zeit gestorben. Und General Taschenkov von den Wächtern wird ihm folgen. Ich vermute, das versteht man unter Gerechtigkeit. Die Aufnahme endet mit einem deutlich hörbaren Schuss. Ja. Da ist wohl einiges drin abgegangen in der Anomalie.